Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich habe etwas loszuwerden und zwar, ich lege jetzt eine einmonatige YouTube-Pause hin. Die geht von meinem dreijährigen Special, also am 29. Ich nehme das ein paar Tage früher auf und da. Für einen ganzen Monat, ja, also da kommen denn in der Zeit keine Videos. Das würde bedeuten, so ich würde dann am 30.10. wieder anfangen, also zu Halloween oder 31. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall da in der Dreh wieder was hochzuladen, weil ich habe derzeit keine Videos und leider so teils keine Zeit, böses Handy, teils keine Zeit und teils keine, ja, halt keine Zeit eigentlich. Meistens ist echt die Zeit, die mir dazu so ein bisschen fehlt zum Video produzieren. Und ich möchte nur aber auf den Standard kommen wie damals, dass man ein paar Projekte im Voraus hat, dass man was auf der hohen Kante hat, sagen wir es mal so. Da ich da keine Ahnung mehr. Geht's unübertrieben und so. Zum Beispiel 30 Parts für Minecraft habe, oder ich jetzt für ein neues Projekt, was jetzt kommen wird und so, oder kommen würde, dann auch schon so 10, 20 Parts habe und so, da ich halt, wie gesagt, ein bisschen Voraus habe und dann kann ich auch mal wieder ein bisschen mehr Vielfalt bringen, weil derzeit kommt ja gerade nicht viel. Das gebe ich auch zu, tut mir leid. Und ja, es wird, wie gesagt, einen Monat Pause. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und wer sagt, okay, gut, da bringt jetzt nichts mehr, den deabonniere ich. Gut, kann ich nichts ändern. Aber ich möchte halt was bieten und eine Menge überbieten und nicht nur ein, zwei Sachen da. Und selbst zum Hochladen komme ich gar nicht dazu. Das ist ein bisschen problematisch. Deshalb, und das kleine Video, das kriege ich selbst noch hochgeladen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Wünsche habt für Projekte, dann könnt ihr die gerne mal in den Kommentaren äußern. Ich werde auf vieles eingehen. Oder beziehungsweise, ja, ich versuche auf alles einzugehen. Ja, würde ich sagen, macht's gut, genießt den Monat ohne Markus, macht's gut.